Hallo, 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 heute ist wieder Shogibanoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute, am 20. Januar, hat Geburtstag Gary Barlow, mach mal hier den Gary Barlow rein. Gary Barlow? Wenn ihr nicht halt, kennen solltet, der kennt Gary Barlow nicht. Der ist von welcher Gruppe? Take Z. Von Take Z. Take genau. Z. Take Z war ja total erfolgreich. Ja, kann man sagen. Und Gary Barlow war ja eigentlich so mehr so der Frontmann von denen, würde ich jetzt sagen. Auch wenn die mehrere Leute waren und der, wie heißt er nochmal? Robbie Williams. Robbie Williams, genau. Robbie Williams war ja mit dabei. Aber eigentlich war Gary Barlow derjenige überhaupt. Bei Take Z, ja. Bei Take Z, genau. Take That. Take That. Hast du das gehört? Also die haben schon ein paar Lieder, die echt gut sind, aber... Was denn zum Beispiel? Never forget where you're coming from. Never forget where you're coming from. Never? Vergiss niemals, woher du verstehe. Kommst. Never forget where you're coming from. Ja, das wie geht denn das? Ich sing doch jetzt den Take That. Aber ja, das wie geht das immer die Melodie? Nein, es ist viel Wichtigeres heute noch. Was denn? Am 20. Januar 2005 wurde George W. Bush zu seiner zweiten Amtszeit vereidigt. Ach, guck mal, da ist er. Da ist er, der George W. Ja immer, das sind so Outtakes, ne? Da hat er immer zwischendrin hat er immer so einen Quark gemacht. Ja. Und dumm ist halt nur, es ist immer rausgekommen, ja. Was ein Hohler. Also den habe ich in Erinnerung 2001, ne, als das Thema 11. September. Was hast du da in Erinnerung? Da habe ich dieses Bild, wo er gerade informiert wird, was passiert ist in New York. Und er sitzt gerade, glaube ich, in irgendeiner Schule und macht nur so. Und liest von der Ziege. Genau, liest vor, macht nur so. Ja. Und liest dann weiter. Da sind Flugzeuge in deine Tür geflogen. Und er liest dann auch 20 Minuten weiter, soweit ich weiß. Erstmal, ja, genau, ja. Liest dann einfach nur die Geschichte zu Ende. George W. Muss man überlegen, erster Präsident. Was sagt uns das? Willst du jetzt mich in eine Verschwörungstheorie reinziehen? Nein, was sagt uns das, habe ich dich nur gefragt. Machen wir nicht. Denk mal selbst drüber nach. Ja. Ja. Am 20. Januar 1923 hat in Japan, haben die Japaner die Sowjetunion auch als Staat anerkannt. 1923. Ist schon ein bisschen her, war vor dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Ja. Mhm. Und die Japaner haben dann gesagt, oh, Sowjetunion, ja. Doch. Okay. Okay, jetzt, wo ihr da seid, komm, lass komm, mal. Kann man okay. lassen. Ja, ja. Ja. Seid auch ein bisschen größer. Ja, also Japan, diese kleine, schmale Insel, und daneben der riesen Brocken, da kann man auch mal sagen, hier, ich finde das eigentlich ganz gut. Das war am 20. Januar 1923. Das war heute die Tagesdosis Angeberwissen. Heute hatten wir Japan und Sowjetunion, hatten wir George W. Bush zum zweiten Mal Präsident. Und wir hatten den Gary, den Barlow. Gary Barlow von Take That. Geburtstag 1971 übrigens. 71 hätte Geburtstag. Ach, sehr alt. Ja. Naja, gut. Cheerio, Miss Sophie. Gute.